Boateng bleibt in Gelsenkirchen. Kevin-Prinz Boateng wird dem FC Schalke 04 zumindest bis zur Winterpause erhalten bleiben. Dies sagte sein Berater Eduardo Krania der Bild-Zeitung. Die Königsblauen würden Boateng gerne von der Gehaltsliste bekommen. Geplante Transfers zu Sporting Lissabon und nach Saudi-Arabien scheiterten aber. Sein Vertrag bei Schalke läuft noch bis 2016. Selbstverständlich hat hier jeder Spieler Druck. Ja, ich habe Druck, jeder Trainer hat Druck. Beim FC Bayern haben die Spieler Druck. Ich glaube, dass ein Verein nicht derjenige oder der alleinige Verantwortliche ist für Drucksituationen. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, als wir den Vertrag mit Julian verlängert haben, dass dann schon halt auch eingefordert wurde, in die höchste Preiskategorie zu kommen, dass man Julian auch als Gesicht präsentieren wollte. Es ist schon halt auch so, dass die Spieler heutzutage sich recht früh selbst einen Druck auferlegen, recht früh ganz schnell viel Geld zu verdienen. Ja? Und wenn dann ein Verein wie Schalke 04 auch in Vorleistung tritt und ein Spieler mit einem sehr, sehr guten Vertrag auch ausstattet, dann beinhaltet das auch eine Gegenleistung. Es wird nie in der Bundesliga und bei Schalke und auch bei keinem anderen Verein so sein, dass man sich in die Hängematte legen kann und dass man nicht auch liefern muss. Man muss in der Bundesliga liefern und Julian Draxler wird auch in Wolfsburg liefern müssen. Ich bin überzeugt, dass er es auch machen wird, aber hier ist auch Druck und so wird es überall immer sein. Es war lange Zeit immer ein Thema, dass Juventus Turin Interesse hatte. Sie haben auch ein Angebot abgegeben halt, und das war auch der absolute Wunschverein, den Julian da auch verfolgt hat, recht spät sogar noch in der Transferperiode. Am Ende ist es dann was anderes geworden. Es gab keine Anfrage aus dem Ausland, außer Juventus Turin. Das war aber ein desaströses Angebot. Es gab keinen englischen Verein, der Interesse gezeigt hat. Es gab keinen spanischen Verein, der Interesse gezeigt hat. Und Montag war Transferschluss, 31.08. Am Mittwoch haben wir zum ersten Mal lose Anzeichen erfahren, dass Wolfsburg sich mit Julian beschäftigt. Am Donnerstag gab es ein Gespräch mit Julian Draxler und seinem Berater, einen Tag vor dem Spiel in Wolfsburg, und da haben wir auch nochmal über einen möglichen Wechsel gesprochen. Er hat sich da ganz klar positioniert, dass sein Wunschverein Juventus Turin ist. Das heißt also, am Donnerstag war noch keine Rede von VfL Wolfsburg, es gab keine offizielle Anfrage, es gab kein Angebot, das ist am Samstagabend eingegangen, um 22:45 am Abend, und dann haben wir uns zum ersten Mal mit Wolfsburg beschäftigt. Und dann hat Julian entschieden, dass es dann auch interessant ist, nach Wolfsburg zu gehen, und dann hat das ganze Thema Fahrt aufgenommen und hat sich dahingehend so entwickelt. Götze auch defensiv einsetzbar. Mario Götze ist nach Meinung von Matthias Sammer in Zukunft auch auf einer für den Weltmeister noch ungewohnten Position einsetzbar. Götze könne in 2 Jahren etwas mehr aus der Defensive kommen, so Sammer im Kicker. Bayerns Sportvorstand sieht Götze ohnehin als sehr flexibel einsetzbar. Er könne im System des Rekordmeisters 6 verschiedene Positionen spielen. Im Pokalfinale 2014 gegen Dortmund war Götze schon einmal im defensiven Mittelfeld aufgelaufen. Durm weiter verletzt. Borussia Dortmund muss weiterhin auf Nationalspieler Erik Durm verzichten. Der Verteidiger wurde am Mittwoch am Knie operiert und fällt nun weitere 6 Wochen aus, erklärte der BVB auf seiner Homepage. Beim im bayerischen Straubing durchgeführten Eingriff wurde Durm entzündetes Gewebe aus dem Knie entfernt. Der Weltmeister hatte schon länger über Kniebeschwerden geklagt und kam in dieser Saison noch zu keinem Pflichtspieleinsatz. De Gea nicht mehr nach Madrid. Nach der gescheiterten Verpflichtung von David De Gea will Real Madrid zumindest in der kommenden Transferperiode keinen neuen Anlauf nehmen. Man werde den spanischen Nationalspieler im Januar sicherlich nicht unter Vertrag nehmen, sagte Realpräsident Florentino Pérez dem spanischen Radiosender Cadena Cope. Die Madrilenen wollten Manchesters De Gea im Tausch mit Torhüter Keylor Navas nach Spanien holen. My moment now and the place where I am now, it's not the place that I'm always dream. I'm not gonna cry to say I miss to go shopping, I miss to go to zoo with my son or with my family to McDonald's or a normal restaurant or being in a bar in the street. But I cannot complain. I cannot complain because it's a have good vantage and other things is not good, but I know that. But it's good. I feel good with the life I have.
Sometimes it's, well, it's, I prefer to say that this is the perfect life that I always dreaming, because I cannot complain. Everything that I have, it's part of my work, my dedication. I'm always dreamed to be a football player. So after that, it's impossible, you know, because every people recognize you. You cannot be a normal person, but it's good. I feel good with that, and I just adjust my life for this way. Thank you.